Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsakatoto beim Clan Bettest. Ja, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, es gibt ja so eine kleine Entscheidung und ich kann mich ganz, ganz schlecht entscheiden. Ich habe jetzt gefarmt wie ein Irrer, ganz, ganz nebenbei und ihr seht, in 55 Minuten laufen meine Hog Rider auf 7 aus und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mauerbrecher oder Loons? Weil, ja, die Entscheidung ist wirklich schwer. Ich würde gerne die Loons machen, weil ich natürlich die Drachen schon auf Max-Level habe. Das Pärchen wäre ganz nett für Clankriegsangriffe. Allerdings mache ich doch eher Bodenangriffe zurzeit. Deswegen wären die Mauerbrecher auch nicht schlecht. Und die sind natürlich auch auf Max-Level hier richtig, richtig nice. Mir fehlt jetzt nichts mehr an Elex. Das heißt also, ich habe eigentlich genug beisammen. Aber ich habe jetzt auch demnächst noch einen Bauarbeiter mehr frei. Also noch eine Sorge mehr. Und die Truppe hier, die ich leveln will, das seht ihr, ja, da muss man eben schauen, das seht ihr hier, die kann ich direkt durchgehen. Das heißt, ich hätte sowieso kein Elex und ich würde sagen, wir fangen die Folge einfach mal mit einem Farmangriff an. Da machen wir ein bisschen, ein ganz kleines bisschen CK, also auch only RA11 heute und machen am Ende nochmal einen richtigen, netten, fetten Angriff, mal richtig mit einer fetten Armee, auch mal zum Farmen hier, dass ich mich so ein bisschen auf den CK einstimmen kann, denn ihr seht, ich habe alle drei Helden am Start. Und deswegen gehen wir einfach mal rein und versuchen mal einen netten Gegner zu finden. Also wir powern die Armee hier jetzt mal vollkommen aus und das ist genau schon mal der Richtige hier, ne? Alter, das ist genau der Richtige. Keine Infernos, kein Adler. Und alles schön in den dicken Lagern. Dann kann ich hier jetzt mal, was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? In der Clanburg habe ich auch noch mal Riesen. Ah, das ist noch mal netter. Dann kann ich die hier jetzt mal richtig rein spammen. Wir gehen mal der Queen entgegen, glaube ich, das am besten. Und nehmen hier auch ruhig die Riesen. Die Riesen mal mit, die großen Riesen. Ja, die Mauerbrecher sind irgendwie so ein bisschen überflüssig. So wirklich brauche ich sie nicht. Also Helden hinterhergeschickt hier. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir so am Ende machen. Wir spammen hier jetzt unsere... Ja, ich habe natürlich jetzt die Funny Farm Armee am Start, aber mal sehen, was wir hier mit reißen können. Oh, Clanburg-Truppen, Alarm, Clanburg-Truppen. Also kurz mal den Warden gezündet. Ich weiß gar nicht, wo der war. Ach, der war hier hinten. Okay, der war da hinten. Ja, der hat trotzdem ein bisschen was gerissen. Ich versuche, die immer noch rein zu spammen hier. Das ist echt eine heiße Meute hier. Und wir müssen aber jetzt gleich mal schauen, dass wir natürlich so ein bisschen hier in die Mitte kommen. Der King soll hier noch ein bisschen was reißen. Das wäre ganz schön. Und nach wohin gehen denn welche Truppen? Ein bisschen Dunkles hätte ich auch noch gerne mitgenommen. Müssen wir mal schauen, dass wir die hier nochmal in Rage kriegen. Und Mitte wird schwer. Die Mitte wird schwer für uns zu erreichen sein. Wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Und ein Zauber habe ich noch, also ich verpower hier jetzt wirklich mal alles und nehmen die Queen noch mal in Wut. Wir haben jetzt noch den Sprungzauber, mal sehen, ob wir uns die Mitte hier noch holen können. Aber ich denke mal, da können wir uns nichts mehr holen. Das war so ein Pech. Genau der dicke Pott in der Mitte bleibt stehen, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben noch einen Magier. Komm, Magier. Sonst haben wir auch wirklich nichts mehr. Der schafft es nicht ganz, okay. Aber ich denke mal, haben wir trotzdem ganz gut gerockt hier. Denn gerade Gold und Elix brauchte ich ja. Ich meine, das Dunkle brauchte ich auch. So ist es nicht. Die Mitte war jetzt ein bisschen schwer für mich zu erreichen. Aber ich denke mal, ist nicht so schlimm. 454.000 von beiden. Jetzt haben wir in jedem Fall die 10 Mille beisammen. Und wir haben auch ganz gut an Dunklen 161.000. Ich möchte ja mit dem nächsten Heldenbuch auf jeden Fall meine Prinzessin, hätte ich fast gesagt, meine Prinzessin hier machen. Also auch die auf einen Schlag durch. Das Problem, was ich natürlich habe, wenn ich jetzt gleich meine Truppen hier fertig mache im Labor, dann habe ich null Elex oder so gut wie nichts. Muss ich mal schauen. Und jetzt muss ich aber hier, die Armee steht in jedem Fall. Und wir gucken mal, was wir hier Quick Train können. So ein bisschen Farm teuer können wir ruhig machen einmal. Nö, ich würde mal sagen, wir wollten ja ein bisschen mehr was Dunkles machen. Wir nehmen die ruhig mal hier mit den 22 Bowlern als zweite Armee am Ende. Und dann steigen wir kurz mal so ein bisschen in den vorletzten CK ein, denn dort haben wir eine
19er Serie gebrochen. Also unser Gegner, Clan Level 14, 19er Serie, ist natürlich wirklich, wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, wir hatten auch eine gute Serie. Aber ihr seht das hier, wir haben eigentlich relativ gut gehalten. Ich war in dem Clan-Krieg nicht dabei, weil meine Helden ja gestern erst fertig geworden sind. Aber wir haben nur einen Stern hier offen gelassen. Und ich habe mir einfach mal drei von den schönsten Angriffen, wie ich finde. Alle kann ich nicht zeigen und auch nicht alle RHL-er. Aber wir steigen hier mal ein mit dem Maskar, denn wir haben ja auch verschiedene Angriffstaktiken. Also Rathaus 11 auf Rathaus 11 hier. Und die sehe auch ich nicht alle Tage. Und ich fange ganz bewusst mit dem Maskar hier an, denn er hat hier einen, was ist das eigentlich, so ein Queen Walk mit Lufttruppen, ja. So ein Queen Walk mit Lufttruppen und Hut ab, muss ich sagen, in so eine Base hier so hart mit Luft reinzugehen. Also erstmal mit dem Sprung hier reingefunnelt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die Truppen hier gehen. Okay, da kommt der Sprung und da kommt die Masse an Bowlern. Und oh, der King ist schon ganz schön angeschlagen, kann man nicht anders sagen. Nur den King als Tank, aber ich denke mal, Ziel war es in jedem Fall, die CB hier zu holen, denn da waren ein paar Magier drin, ein paar Böse. Die tun natürlich den Lufttruppen ganz schön weh. Und jetzt schafft er auch, ich glaube, er schafft auch kein Inferno. Da hier haben wir schon einen auf 5 und da oben haben wir noch einen auf 3. Beide auf Single. Ah nee, der da oben ist auf 2. Ist auf 2, so wie ich das sehe. Und kommt hier jetzt aber mit den Lufttruppen rein. Der Adler ist zwar noch aktiv, aber ist auch ein Adler auf Level 1. Und trotzdem ist die Base hier natürlich sehr, sehr stark von der Defense. Nicht jeder X-Bogen, das seht ihr hier jetzt gerade. Ich habe noch meine Maus drin von der Dorfbesuchsfolge von gestern. Der Stand auf Boden ist natürlich umso besser. Allerdings macht hier jetzt dieser blöde Feger und jetzt kommt hier eine Tesla-Farm hoch. Eieiei, da habe ich auch erst gedacht, Mann, ob die das alle noch so packen. Aber die sind echt super geflogen dann am Ende. Die Luftballons hier und ein Rathaus 11 auf Rathaus 11 Luftangriff, wie gesagt, das ist ja auch nicht an der Tagesordnung, denn hier wird vermehrt doch mit Bowler, Hexen oder Walküren denn angegriffen, denn Luftangriffe, die sind echt explizit. Die bedarf, finde ich, die bedarfen oder bedürfen immer längerer Planung. Denn so ein bisschen zu gucken, wie ist der Flugweg eigentlich meiner gesamten Truppen hier. Und dann ist jetzt nur noch Cleanup und er hat ja jetzt natürlich richtig viele Welpen hier in der Base, die jetzt hier für ein Cleanup sorgen. Also schönes Ding hier von Maskar. Nummer 7 auf Nummer 6. Und wir bleiben in jedem Fall dran an den RH-11-Angriffen hier. Den lassen wir erstmal auslaufen. Jawohl, dann seht ihr am Ende auch immer die Armee. Deswegen lasse ich das immer ganz gerne auslaufen. Vielleicht zum Kopieren. Ja, der ein oder andere mache ich auch so. Guckt sich einen CK-Angriff an und kann sich erinnern, Mann, da war ja ein Luftangriff. So kann man ihn machen. Oder zumindest mit den Truppen kann man sie machen. Dann habe ich hier die Nummer 3 für euch, auch ein 11 auf 11. Hier sind wir natürlich jetzt schon im etwas höheren Bereich. Das heißt also mit dem Adler auf 2 und eine, ja, ich würde mal sagen, sie ist maxed. Eine full maxed out base. Ich sehe die Bogenschützentürme hier alle auf 5. Da hinten kann man natürlich super das Rathaus schon mal mitnehmen da oben. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Und hier die Bowler unten schon mal in Wut versetzt, dass hier der ganze Flächenschaden schon mal weggeht. Das ist natürlich super. Und er hat jetzt noch im Gepäck nach wie vor Bowler. Also Bowler only mit Heiler hier. Die Luftabwehren stehen hier unten natürlich in der Ecke. Sehr, sehr ungünstig für so einen Angriff. Denn die Heiler kriegen ja erstmal relativ wenig Beschuss. Es sei denn, hier und da ist mal so eine kleine Bombe. Jetzt kommen die Clanburg-Truppen da raus. Und eigentlich, man glaubt ja nicht wirklich, dass diese Truppe hier erst noch packt. Jetzt guck mal, wie viel Base da noch übrig ist. Außen laufen noch Bowler, aber ohne Heilung. Und das ist schon wirklich, wirklich krank gewesen hier. Also wir haben uns hier natürlich einen Ast gefreut über diesen CK hier. Denn der Gegner hat auch nicht so schlecht angegriffen, aber effektiv oder nicht effektiv genug im RH11-Bereich. Also die RH10er sind bei uns, glaube ich, auch alle gefallen. Aber im RH11-Bereich war es hier schon sehr dominant.
Und am Ende dann auch noch sehr deutlich, habt ihr das da gesehen, 74-66, das ist schon dann eine üble Klatsche, finde ich, für einen Clan, der Level gleich ist mit einer 19er Siegesserie, hier in den CK reinkommt. Und letztendlich hat er hier eigentlich Glück, dass die Truppen so ein bisschen außenrum rennen und die Queen so ein bisschen mittig bleibt. Die Queen ist jetzt nämlich noch leicht in Heilung, bekommt jetzt Beschuss vom Single Inferno, da muss er sie natürlich zucken, keine Frage, weil der ist so schnell und wenn er dann eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde zu spät deine Queen ziehst, dann ist die weg. Keine Frage, und dann wäre der Angriff auch weg gewesen, denn die Queen tankt hier jetzt zwar den 15er Bogenschützenturm, aber nur mit einem Heiler. Und ihr seht das hier, das ist richtig schwer für einen Heiler. Der packt das dann nicht. Jetzt kommt noch der Magierturm oben dazu und oh, die ist immer noch am Leben. Und jetzt fliegt der Heiler. Ja, mal sehen, ob das reicht ohne Luftbombe. Aber hier sind natürlich richtig viele Bowler noch in der Aura, vor allen Dingen des Wardens, das heißt also, sie haben prozentual mehr Healpoints und die eine Heilerin heilt hier jetzt noch richtig schön die Truppen durch. Aber da ist er jetzt auch weg, aber jetzt ist auch nur noch ein Tesla da und im Rücken des Teslas nochmal ein Lakaien geworfen, aber die Masse hier mit dem Warden, der noch voll ist, hat es hier letztendlich gepackt und hat die drei Sterne hier reingeholt, also schönes Ding hier vom Chaos auf die Nummer 3, auf den Hanif. Und auch hier lasse ich den bis zum Ende laufen, dann seht ihr einmal die Armee. Wer das Ding nachbauen will, das müssten 260 Truppen schon sein. Und mit 240 geht es natürlich auch, dann müsst ihr vielleicht den einen oder anderen Bowler weglassen. In der Clanburg hatte er hier, aha, okay, zwei Hexen und zwei Riesen. Super Sache, ja, und dann gab es halt auch mal wieder in diesem CK jemand, der konnte den ganzen Tag nicht angreifen. 23,30 Stunden, hätte ich fast gesagt, 23,5 Stunden konnte er nicht angreifen. Wegen Arbeit viel zu tun, nicht dran gedacht. Er wollte immer mal zwischendurch was machen. Hat er nicht gepackt. Und dann so eine halbe Stunde vor Schluss haut er dann einfach einen Angriff raus. Ja, der Master hier. Wir haben hier Tränen gelacht, muss man mal so sagen. Denn ich glaube, der Master hatte aber eine Truppe fertig. Also er musste diese Truppe nicht gemmen. Aber ich glaube, seinen zweiten Angriff, den hat er komplett durchgegemmt. Und ihr wisst genau, was das kostet, wenn man hier im RA11-Bereich eine Truppe komplett durchgemmt. Das heißt also, ein komplettes Lager mit 62 Plätzen einmal. Mit Truppen und mit Zaubern einmal komplett durchgemmt und er geht hier jetzt erstmal mit dem Queenwalk vor, kriegt jetzt so leichten Beschuss eine Kanone ist es nur und der King kommt jetzt mit Bowler. Ich glaube, er hat alles einfach auf eine Karte gesetzt, so hatten wir zumindest das Gefühl, wir waren Zuschauer, wir waren alle im Discord und haben uns den CK hier letztendlich live angeguckt, so die letzten ein, zwei Stunden. Und dann geht das hier richtig smooth durch die Mitte durch. Worden relativ spät gezündet. Haben auch gedacht, Alter, jetzt echt spät mal. Und jetzt latscht natürlich alles außenrum. Ey, eigentlich kriegst du da als Angreifer natürlich ein bisschen die Motten. Aber oben sind vier, ich denke mal, das sind so drei, vier Heilerinnen auf der Queen. Und die ist richtig gut noch im Futter. Kriegt jetzt, ja, von zwei, ja, ihr seht, das ist schon ganz schön heftig, was die hier an Beschuss kriegt. Jetzt kommen noch mal so Nervskelette da raus und hier unten geht das einfach so weiter. Zwei Päcker sind dabei. Ich glaube, ich hatte ja gestern in der Dorfbesuchsfolge auch gesagt, levelt ruhig den Päcker auch als RH10 schon, denn der ist richtig, richtig krank geworden, hätte ich fast gesagt. Der geht hier nämlich wirklich super durch so eine Base durch. Zieht Feuer auf sich, also der macht ja alles. Das ist ein Allrounder, der oder die Päcker, also Schadenausteiler, Schadeneinstecker und ganz egal, der geht hier voll mit durch die Base. Hier in der Mitte machen es jetzt, denke ich mal, die Bowler, die Queen immer noch am Leben und die Heiler auch immer noch dabei. Der X-Bogen müht sich da jetzt erstmal den Warden wegzumachen. Okay, aber hier außen, ihr seht das so ein bisschen, man kann gar nicht alle Stellen kommentieren. Ein Bowler, drei Hexen und keine Def mehr. Keine Defense mehr. Also auch hier vom Mastengo richtig kranke drei Sterne, kann man ja nicht anders sagen. Und wir haben echt am Boden gelegen, als die drei hier dann auch noch drin waren. Also hier Nummer 1 auf Nummer 1, der Mastengo auf den, wie heißt es, Sahil SK Ashtir, glaube ich, war es. Ja, und auch hier einmal die Truppenkombination. Ich denke mal, mehr zeige ich euch auch gar nicht aus diesem Clankrieg hier. Ich wollte auf jeden Fall den nicht missen.
was Rathaus 11 angeht. Und ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und dann greifen wir mit unserer heftigen Armee an. Und ja, ich denke, dann löse ich auch das Rätsel. Ich brauche noch so ein ganz kleines bisschen Gold, um die nächste Defense zu machen. Also bis gleich. Ja, und wie es immer sehr, sehr oft ist, ich musste zwischendurch weg, Und meine Truppe, ich bin ein bisschen außer Atem, ist schon fertig. Und wer so ein bisschen 1 und 1 zusammengerechnet hat, der hat sicherlich erkannt, was ich natürlich als nächstes levele. Denn wenn ihr meine Armee hier betrachtet, die ich hier habe, dann werde ich wohl kaum die Lohns leveln. Ja, ich mache die Mauerbrecher fertig. Also hier erstmal 12 Tage für die Mauerbrecher und wir machen sie sofort. Ja, wir geben die sofort durch, so heißt es ja. Also Mauerbrecher, nächste Max-Truppe, denn meine Hawk Rider sind schon fertig geworden. Also die 7er Mauerbrecher sind nun durch und ich habe auch, ich bin echt außer Atem. Und ich habe natürlich ein paar dabei, aber ihr seht das, ich habe jetzt auch ein bisschen Sorge, dass ich nicht genug Elex habe für einen CK-Angriff. Deswegen geben wir auch erstmal ein bisschen Gold aus, glaube ich. Ja, wir geben ein bisschen Gold aus. Also ich mache immer ganz gerne das weiter, was als nächstes ausläuft. Also als nächstes läuft mein Archer Tower, mein Bogenschützenturm auf Level 15. Und ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen, nicht ganz reihum. Ah doch, wir gehen ruhig reihum. Wir machen den hier als nächstes. 9 Tage dauert er erstmal nur auf Level 14. Und jetzt fangen wir an zu suchen. Und ich suche mir natürlich jemanden, der so ein bisschen Elex hat. So ein bisschen von allen hat, ne? Oh, jetzt habe ich die Aufnahme gerade gestoppt und brauchte sie gar nicht lange stoppen. Der hat etwas von allen hier. Und ihr seht hier meine Armee. Ich habe nochmal leicht umgestellt. Ich habe nochmal jetzt den Golem mit reingenommen. Und ich habe ein paar... ich habe den Golem nur mit reingenommen, weil der kostet ein bisschen Dunkles. Und ich habe ein bisschen Elex gespart durch die Riesen. Habe aber auch... 7er Riesen in oder 8er Riesen in der Clanburg und ich denke mal, den nehmen wir mal mit. So will ich es mal sagen. Wir haben jetzt keine Heiler dabei. Ich schicke mal so ein paar Riesen hier rein und unsere anderen Riesen da rein. Mal sehen, wo die hinlaufen. Die laufen wenigstens da zum Turm hin. Ja, und jetzt, klar, bin ich natürlich gehypt so ein bisschen von meinen Mauerbrechern hier. Da wird zwar jetzt gerade ein bisschen rot, aber mal sehen. Die gehen hier schon mal gut rein. King hinterher, Queen hinterher und Warden hinterher. Meine Mauerbrecher sind schon mal durch die erste Mauer durch. Mal sehen. Die zweite nehmen die natürlich nicht. Die zweite nehmen die leider nicht. Und deswegen müssen sich meine Truppen jetzt eben mal alleine durchschlagen. Aber ich glaube, die Base hier, das ist eine Offline-Base, die ist jetzt nicht so super stark. Ich lasse die Bowler hier mal eben so ein bisschen aneinander laufen, dass wir hier so ein bisschen reinragen können. Und der hat hier außen jetzt keine Luftabwehr mehr da. Keine Luftabwehr mehr da. Und wo ist denn mein King? Wo ist mein King? Ich muss meinen King heilen. Da ist mein King. Okay, den kriege ich jetzt nicht mehr geheilt, aber ich kriege jetzt meinen Warden noch gezündet. Und das umso besser. Und deswegen glaube ich, dass wir hier zumindest ganz gut was weggeholt haben. Ich glaube, die Queen kann ich ruhig zünden jetzt. Zweimal den Bogenschützen hier gesetzt. Ja, dann ist das gewesen. Ich glaube, das ist noch eine ganz gute Base jetzt auf diese Hektik. Ich war jetzt echt in Wallung, weil ich nochmal weg musste. Und ihr habt das vielleicht gesehen. Ich habe mir ein kleines Schild gekauft für 10 Gems, damit mir wirklich kein Tropfen hier mehr weggeht, also, oder was heißt weggeht, dass mir nichts mehr geklaut wird. Ich habe jetzt noch 19 Minuten, muss jetzt noch ein bisschen was reinfarmen. Ich denke, ich werfe vielleicht den Boost an und ich glaube, mein Setup sieht jetzt ganz gut aus mit den 7er Mauerbrechern. Ich werde jetzt auf jeden Fall auf die Lufttruppen mal so ein bisschen sparen. Also auf die Loons, auf die Hunde. Queen wird hochgehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Hier ein paar CK-Angriffe. Only RA11 heute und ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt habe ich natürlich erstmal richtig was zu tun und ich würde auch sagen, ich werfe mal einen Boost an. Ich glaube, ich werfe gleich mal einen Boost an. Erstmal kurz erholen. Bis dahin, euer Toto. Clash.